Promi-Geflüster wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Heute schon ausnahmsweise mal am Mittwoch. Ne? Denn am kommenden Sonntag ist mal wieder Zeit für einen Sommerhitkönig hier bei uns. Einen Anwärter zum Sommerhitkönig bei Immer wieder Sonntags. Und natürlich, wie ihr ja wisst, stellen wir auch immer mal wieder junge Leute vor. Und so jemanden, den haben wir natürlich heute hier bei uns. Er kommt aus Freiburg und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Niklas Bastian, grüße dich, Servus. Hi, Servus, freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie schon eben eingangs erwähnt, einen jungen Musiker. Er wird am Sonntag bei Immer wieder Sonntags zu Gast sein und sich der, ja, dem Publikum-Jury stellen zum Sommerhitkönig, gell? Ganz genau, ja. Das ist der Programmpunkt für dieses Wochenende. Fürs kommende Wochenende. Alles schon durchgeplant. Genau. Richtig. Und jetzt natürlich, Niklas Bastian, wer steckt dahinter? Was machst du für Musik? Wo kommen deine Wurzeln her? Das wollen wir jetzt noch alles mal heute ein bisschen erfahren. Also, was ich so im Vorfeld natürlich schon gehört habe, es klingt natürlich ganz anders, ganz anderer Sound als von dem Sommerhitkönig, der momentan gerade hier sozusagen die Spitze anführt. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ich bin einer der ersten Artists, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest so in den letzten Staffeln, einer der ersten Artists, die Deutschpop in die Sendung bringen. Ich freue mich sehr darüber, dass ich da mit meiner Musik so ein bisschen Fuß fassen kann. Ist ja doch für uns Deutschpopper so ein bisschen neues Terrain, diese Sendung. Genau, das meinst du wahrscheinlich mit anderem Sound. Also so ist es. Bisschen weg von Schlager, bisschen weg von volkstümlicher Musik hin zu Deutschpop. Richtig, ganz genau. Und das ist natürlich, denke ich mal, schon eine kleine Herausforderung. Und da muss man natürlich schon auch sein Publikum gewinnen und seine Fans. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dein Fankreis ist, die dich dann am Sonntag da kräftig unterstützen werden. Hoffentlich dann natürlich auch unsere Zuschauer von Promi-Geflüster, die sollen auch nochmal ordentlich Gas geben dann. Ne? Würde mich sehr freuen, na klar. Also ich glaube, ich habe viele Leute, so fängt es ja meistens an, man hat irgendwelche Leute, die mal einen zufällig bei Konzerten sehen, und dann hat man natürlich seine Freunde, die irgendwie von Anfang an dabei sind. Und ich stehe noch relativ am Anfang, deswegen sind es bei mir noch die Freunde, Familie, Bekannte, die mich da supporten. Genau, ich kann mich noch nicht stolzer Eigentümer eines gigantischen Fan-Netzwerkes nennen. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass ich da ein paar Stimmen ergattern kann am Sonntag. Da denke ich doch auch, dass man da ein bisschen wieder, dass du dann wieder einen Schritt weiterkommst und genau mit unseren Fans vielleicht da noch ein bisschen weiter nach vorne kommst. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Und das Ganze, was du präsentieren wirst, wenn ich es jetzt gerade so richtig gelesen habe, auf deiner Homepage, ist auch gleichzeitig deine Debütsingle. Ne? Schwer zu sagen, weil ich mache schon sehr lange meine eigene Musik. Mhm. Das hat sich wirklich über Jahre entwickelt. Es ist meine Debütsingle mit einem völlig neuen Sound, das kann man sagen. Okay. Also meine letzten Singles, die ich rausgebracht habe, die waren eher so punkiger, pop-punkiger Manier. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, elektronischer zu werden, poppiger zu werden und mehr so einen Studio-Sound mit reinzunehmen. Und was diesen Sound angeht, ist es definitiv meine Debütsingle. Ist allerdings nicht die erste, die ich irgendwie auf Spotify hochgeladen habe oder so. Aber jetzt gerade eben dann in dem Stil dann. Genau, ist es dann so die Richtung, die du dann weiter einschlagen wirst, oder bist du da jetzt schon noch ein bisschen dabei, dich zu finden? Also fürs Erste ist es auf jeden Fall die Richtung, die ich weiter einschlagen möchte. Ich glaube allerdings, dieser Findungsprozess, der hört nie ganz auf. Das ist auch so das Spannende dabei. Man guckt immer, wie kann man sich weiterentwickeln. Wo will man als nächstes hingehen? Ich glaube, man ist nie wirklich angekommen, so als Musiker.
Aber genau, also definitiv der Stil, den ich jetzt fahre, das ist das, wo es in nächster Zeit lang geht. So werden meine nächsten Songs klingen. Deine Songs, wie du sagst, demnach gehe ich mal davon aus, du schreibst deine Musik selbst. Text, Musik oder wie entstehen die Titel, die du bislang so gemacht hast? Genau, ich schreibe die selbst, allerdings nicht jeden Song ganz alleine. Ein großer Anteil an den Songs kommt quasi aus meiner Feder. Das ist einfach so meine Künstleridentität, die ich da drauf drücke. Hätte ich niemals geglaubt, habe ich zusammengeschrieben mit einem Kumpel. Genau, aber das zusammenfassend kann man eigentlich sagen, entweder schreibe ich ganz alleine oder mit ein paar Leuten zusammen. Jetzt ist es natürlich so, weil immer wieder sonntags gab es ja dieses Jahr auch eine kleine Änderung bei der Sommerhitparade. Und zwar war es ja so, in der ersten Sendung sind ja schon mal alle Kandidaten vorgestellt worden, die dabei sind oder die zur Auswahl stehen. Ganz am Anfang, klar, ist man natürlich mal schon voller Erwartung. Aber ich glaube, die Spannung wird dann immer größer, wenn es irgendwie immer dichter zur letzten Sendung geht. Die Spannung, wann bin ich dran, oder? Wie ging es dir jetzt die letzten Wochen über? Ja, brutal. Das war echt so. Also ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, dass ich viel früher dran sein würde. Hatte ich so im Bauchgefühl. Dass es jetzt wirklich die vorletzte Sendung wird, hätte ich nicht gedacht. Und hat die Spannung natürlich nochmal so ins Größere gesteigert. Genau, also das war schon so ein ständiges Daumen drücken und so ein bisschen zittern. Wann wird es soweit sein? Aber jetzt habe ich ja Gewissheit. Ja, genau. Und es wird ein großer Fernsehauftritt sein. So, ich glaube, Fernsehluft hat es zwar schon mal schnuppern können, das war in jungen Jahren, aber jetzt so in letzter Zeit ist mal wieder was Großes, oder? Ja, also auf jeden Fall. Das ist echt eine fette Nummer, muss man sagen. Ich weiß nicht genau, wie die Einschaltquoten sind, aber ich glaube im Millionenbereich auf jeden Fall. Also Kommt schon etwa hin, ja. und es ist natürlich auch wahnsinnig Kult. Also Stefan Ross, den kenne ich, seit ich ein Kind bin. Okay. So, und jetzt stehe ich auf einmal von ihm anmoderiert auf der Bühne. Das ist natürlich auch irgendwie so ein, ja, es ist einfach cool irgendwie so in diese in dieses Showbusiness vorzudringen und so an diesem Showbusiness mitwirken zu dürfen. Ja, das glaube ich, genau. Gerade im Kindesalter oder in Kinderjahren sozusagen, ja gut, was heißt, du bist ja auch noch recht jung, man darf es ruhig sagen, 22 Jahre, ne? Also Ja, solange ist na ja ja, noch. klar. Solange ist ja das Ganze alles noch gar nicht her, als du da auch beim Kika, bei einer Talentshow dabei warst, ne? Ja. 2012 war das, also genau vor 10 Jahren eigentlich. Da schließt sich so ein runder Kreis. Genau, da war ich bei Dein Song dabei. Das ist auch eine super coole Talentshow, die ich jedem jungen Songwriter ans Herz legen möchte. Das war eine tolle Erfahrung. Also die Juroren sind mega cool und kümmern sich um dich. Es wird geguckt, dass jeder irgendwie mitgenommen wird und dass jeder gepusht wird. Und es ist, man fühlt sich einfach wohl dort. Und so habe ich mich als Musiker und auch als Songwriter wirklich weiterentwickeln können damals. Und dann sind es auch noch viele andere Preise, die du da so in den letzten Jahren mitgenommen hast. Auch was mit Udo Lindenberg steht da drin, der Panikpreis, genau. Und Freiburger Rampe 18 unter anderem, gell? Genau, ja. Ich habe natürlich immer geguckt, ich habe das so nebenbei gemacht, neben der Schule halt, und habe immer geguckt, wo kann ich irgendwie neue Leute kennenlernen. Darum ging es mir vor allem. Wo kann ich vielleicht anknüpfen, um Leute kennenzulernen, die mit mir Musik machen wollen. Und so kam es dann, dass ich mich halt bei vielen Wettbewerben in ganz Deutschland beworben habe, an der Popakademie, beim Panikpreis, Treffen junge Musikszene in Berlin oder so. Und ich habe nicht überall gewonnen, muss ich dazu sagen, aber allein das Dabeisein hat einfach schon total Spaß gemacht und hat nachhaltig Kontakte gebracht und Wissen vor allem, was man Okay. heute anwenden kann. Und wenn man jetzt auch
gerade. Ich bin, wie gesagt, hier voll auf deiner Homepage gerade drauf. 1,95 Meter ist so groß. Also du fällst auf, ne? Ja, ich falle echt auf. Ich weiß nicht, ich bin. Hättest du auch zu einer Basketballmannschaft zustoßen können, oder? Ich habe früher Basketball gespielt tatsächlich, als ich ein Kind Okay. war. Da war ich auch schon immer größer. Da habe ich beim USC Freiburg ein bisschen Basketball gespielt. Okay. Ich war aber nie sonderlich talentiert. Also es war dann doch besser, dass ich mich für die Musik entschieden habe. Sehr gut. Jetzt gibt es ja ein paar große Musiker, gibt es ja in der Tat. Ich weiß nicht, ob du da welche kennst oder zusammenbekommst. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Gut, mein, der hat schon lange nicht mehr so von sich reden gemacht. Das war so in meiner Jugend Peter Rubin. Der war auch sehr groß. Ebenfalls ein großer André Stade aus dem Schlagerbereich. Und auch ein gewisser Oliver Thomas. Der ist auch, sind alle auch über 1,90 auf alle Fälle. Ne? Ah, okay, ich dachte, die kommen jetzt in die Sendung. Nee, von der Größe her, Nee, von der. Ja, genau. verstehe. Da bin ich ja in guter Gesellschaft. Richtig, genau. Also ich glaube, oben soll ja auch die Luft immer ein bisschen besser sein, oder Weiß ich wie nicht. Vielleicht wird sie auch dünner und das? sauerstoffarmer. Genau. Das ist immer so ein bisschen Ansichtssache. Ja, Freiburg. Freiburg ist ja nicht allzu weit weg vom Europapark. Da hast ja du auch gleichzeitig ein Heimspiel, ne? Das, ja, natürlich entscheidet das Fernsehpublikum, das darf man nicht vergessen, aber es ist sehr angenehm. Also ich fahre wirklich nicht weit und auch bei dieser Vorstellungsrunde war das dann schon so, da haben wir ja alle gesagt, wie wir heißen, wo wir herkommen. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich komme aus Freiburg. Und allein dafür gab es halt schon Applaus. Da fühlt man sich gleich zu Hause. Ist man ja auch da in der Gegend. Ganz genau. Da kennst du den Europapark in- und auswendig, oder? Als Kind auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum. Ich war tatsächlich seit 10 Jahren nicht mehr im Europapark. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber keine Ahnung. Das hat sich irgendwie nie ergeben. Als Kind war ich aber Dauergast. Also genau, da kann ich alle Achterbahnen, alle Attraktionen da. Und das ist nach wie vor ein mega toller Park. Ich war jetzt im Rahmen von immer wieder sonntags eben wieder da, habe es mir angeschaut und es entwickelt sich stetig weiter. Ich Ja, genau. glaube, das ist eine super Location auch für immer wieder sonntags. Definitiv. Und das Ganze jetzt auch schon nahezu 40 Jahre, wenn ich glaube, sind sogar schon ein paar Jahre wieder drüber. Ja, Mit dem die Europapark an Zeit, die sich, oder? Zeit, ja, Europapark in sich, genau, die Zeit verrennt. Ah, aha. Genau. Ja, und wie bereitest du dich jetzt vollends auf Sonntag vor? Gibt es da noch irgendwelche speziellen Ritualien oder was kann man da noch so für sich machen, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ich glaube einfach gut schlafen, gucken, dass man sich irgendwie fit hält, das ist immer wichtig, dass man sich einfach generell gut fühlt, bevor man sowas angeht. Dann natürlich üben, klar. Also ich muss natürlich gucken, dass ich meinen Song da gut drauf habe. Genau, aber ansonsten auch gar nicht allzu viel, sonst steigert man sich da nur rein. So ein gutes Mittelmaß aus sich fit halten, üben und dann aber auch den Kopf woanders hinbringen und sich um andere Dinge kümmern. Wie geht's musikalisch dann grundsätzlich dann mal weiter, so für dich in der Zukunft? Wie soll es weitergehen? Unabhängig jetzt davon, wie es am Sonntag ausgeht. Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, weiter meine Musik veröffentlichen zu können. Allein das ist natürlich für einen Songwriter das Coolste, ne? Wenn du deine Musik halt irgendwie cool produziert bekommst und am besten noch ein geiles Video dazu machst, das wäre natürlich klasse. Jetzt gerade bin ich in einem Produzenten-Team, in dem ich mich sehr wohlfühle und würde mich auch freuen, wenn die Reise weitergeht. Genau, ich habe da eigentlich gar nicht so große Erwartungen. Ich meine, offensichtlich bin ich ehrgeizig, ne? Ich bin bei den immer wieder Sonntagsdingen dabei und will natürlich, dass meine Musik so weit gepusht wird, wie es geht. Gleichzeitig denke ich mir jetzt aber nicht, boah, ich muss jetzt dann und dann irgendwie, keine Ahnung, meinen ersten Meilenstein erreichen, meinen zweiten Meilenstein erreichen. Ich mache es ja hauptsächlich, weil es mir Spaß macht. Und ups, jetzt ist meine Kamera so ein bisschen verrutscht. Und solange es dabei bleibt, ich meine Mucke raushauen kann, live spielen kann, vor allem Leute habe, mit denen ich das machen kann und das teilen kann,
ist für mich alles in Ordnung. Ja, klar, ganz genau. Nee, da drücken wir auf alle Fälle die Daumen, dass da ein guter Karriereweg dir geebnet sein soll. Ne? Genau. Das wünschen wir dir, weil ich sag mal, erstens mal bleib so sympathisch, wie du bist, so wie wir uns da jetzt kennengelernt Dankeschön. haben. Und vor allen Dingen macht die Musik so weiter. Ja. Also ich, die Nummer, finde ich mal, hört sich ganz gut an, ne? Die du da am Sonntag präsentieren wirst. Ganz Ja, genau. vielen Dank. Das freut mich sehr, von dir Bitte zu hören. gerne. Bitte gerne. Nee, auf alle Fälle. Also ich kann da, glaube ich, schon ein bisschen auch so ein bisschen mein Gespür reinbringen. Ich bin ja jetzt auch schon lange genug dabei in der Szene und denke mal, da wird sich schon was anbahnen. Star von morgen, wie der Dieter Thomas Heck immer so schön gesagt hat. Ganz genau. Ja, aber nebenbei machst du auch, so wie du jetzt, wenn wir gestern schon ein bisschen im Vorgespräch erzählt haben, du gibst da auch Unterricht. Ja, ich gebe auch Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht an einer super coolen Musikschule. Dürfen wir Werbung machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe kein Problem damit. Erzähl, was du willst. Nicht? Ja, klar. Falls ihr in Lörrach wohnt, Musikstation, das ist die Musikschule in Lörrach, wo ihr alle hingehen solltet. Nee, es ist eine coole Schule und ich bin tatsächlich da als Lehrer, weil ich mich einfach übelst wohl fühle. Das ist eine Schule voller Vollzeitmusiker. Das heißt, alle stehen auf Bühnen, machen ihr Ding und geben dann halt das Wissen, was sie in der Praxis kriegen, weiter an Schüler. Das ist ein sehr offenes und authentisches Konzept und deswegen habe ich da auch großen Spaß dran mitzumachen. Sehr gut. Nee, also finde ich ganz toll, wenn da was vorangeht, wenn die jungen Leute da einfach auch wieder ihre Talente ausleben können. Natürlich, das haben wir gestern auch ein bisschen ja schon zusammen ausdiskutiert, ist es natürlich schwierig heutzutage geworden, irgendwelche Tonträger wieder abzusetzen, wenn du da jetzt nicht gerade die Supergröße bist, weil ich glaube, da tut sich momentan sehr, sehr viel, gerade auch eben durch Social Media, durch das ganze Internet hat sich doch sehr viel gewandelt. Ja, brutal. Also ich glaube, die Haupteinnahmequelle von Musikern ist ja heutzutage das Live-Konzert. Also da ist es für Musiker am ehesten möglich, Geld zu verdienen und den Lebensunterhalt zu bestreiten. Weil wie du sagst, so über CD-Verkäufe oder so ist es heute sehr, sehr schwer. Bestes Beispiel, das habe ich dir gestern auch schon erzählt, meine Freundin hat sich jetzt ein neues Auto gekauft und das hat gar keinen CD-Spieler mehr. Richtig. Also das zeigt schon, wie dieses Medium in der Gegenwart unserer Gesellschaft abnimmt. Und ja, Social Media, klar, ist ein anderes Thema. Habe ich zufälligerweise, wie es der Zufall so will, also wirklich jetzt, habe ich heute einen Song drüber geschrieben. Das ist natürlich irgendwie auch so ein Ding, ne? Also du musst dich als Musiker ständig zeigen, musst irgendwie versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen und konkurrierst gegen eine Vielzahl, die gar nicht mehr irgendwie gefiltert wird oder von irgendwelchen Produktionsteams oder Labelteams oder so gefiltert wird, sondern es ist einfach alles da und wahnsinnig viele Menschen haben wahnsinnig viele Follower und machen wahnsinnig coole Inhalte und das ist dann ein ganz schön umkämpftes Terrain, auf dem man sich auf einmal befindet und ja, gerade wenn es dann in Richtung Professionalisierung geht. Wenn wir jetzt gerade schon bei Social Media und so weiter sind, wo findet man denn von dir was? Wo bist du überall präsent? Vor allem auf TikTok, da bin ich ganz, ganz stark am Start. Da einfach unter meinem Namen Niklas Bastian Musik findet ihr meine Inhalte. Instagram natürlich, YouTube und Facebook, wobei Facebook eher weniger. Instagram, TikTok, YouTube, die drei Kanäle. Ja, und natürlich die eigene Homepage nicht zu vergessen. Ganz genau, ja, die eigene Homepage auch noch. niklasbastian.de. Wir blenden es eh ein, von daher kann jeder nochmal nachschauen. Ja, also die ganzen Social Medias, die muss man natürlich bedient werden, das ist ganz klar. Wie viel oder wie oft hältst du dich jetzt da so auf? Also, manche verbringen ja da wirklich Stunden am Tag. Wie geht's dir da? Es geht, also so als Rezipient, als Konsument, sage ich mal, bin ich da gar nicht so viel unterwegs.
So ein halbes Stündchen vielleicht mal scroll ich durch TikTok oder so vom Einschlafen nach dem Aufwachen. Aber ich erstelle sehr viel. Also ich habe da, wenn ich das so an Wochenstunden aufrechnen müsste, wie viel ich meiner Zeit in Social Media investiere, dann sind es bestimmt so 8 bis 10 Stunden jede Woche. Also Okay. allein für das Erstellen und Kreieren von Content, da geht schon viel Zeit drauf. Das glaube ich, genau. Und natürlich, wenn es jetzt der Erfolg dann mit sich bringt, wenn es da doch wieder ein Bekanntheitsgrad mehr kommt, dann wirst du dich natürlich wieder vor den nächsten Nachrichten nicht mehr retten können, oder? Wie meinst du das? Ich habe es nicht ganz Ich verstanden, sage, wenn dann akustisch. wirklich dann wieder die Nachrichten einströmen nach dem Sonntag, dann hast wieder einiges zu Ah, tun. ach so. Ja, wäre wünschenswert, ne? Jede Werbung ist gute Werbung. Und Genau. Nachrichten immer gerne. Bin auch immer gespannt darauf, was Leute mir so schreiben. Genau, noch beantwortest du ja alles selber, habe ich ja gestern selber in Erfahrung gebracht. Ne? Das stimmt, ja. Du hast mich gestern da spontan angeschrieben. Ja. Und ja, klar. Also ich meine, ich habe 800 Follower auf Instagram, 3000 auf TikTok. Das ist jetzt noch nicht die Größe, wo man irgendwie einen Social Media Manager bräuchte. Also da bin ich noch eine Weile selber am Start. Genau, Davon könnt ihr ausgehen. richtig. Nee, und das denke mal, das kommt auch noch. Genau. Jetzt vielleicht noch eine spannende Frage, so langsam zum Schluss hin. Mit welchem Star oder Idol oder wie auch immer würdest du denn gerne mal auftreten wollen? Boah, das ist eine gute Frage. Da lass mich mal kurz drüber, ganz kurz drüber nachdenken. Ja, Das ist gerne. nämlich, da gibt es so viele gute. Deutschsprachig oder international? Egal. Wow. Gibt es generell in Künstler, Idole, die du hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so, wenn's Richtung Auftreten geht, fände ich es mal mit Nick Jonas sehr interessant. Okay. Nick Jonas ist ein Soul-Pop-Sänger aus Amerika. Und der steht einfach schon wahnsinnig lange auf der Bühne und also seit er ein Kind ist und aber in großen Dimensionen. Seine Mucke finde ich auch mega cool, der schreibt auch selbst und hat eine unglaublich tolle Stimme. Und mit dem auf der Bühne zu stehen und diese Dynamik zu erspüren, diese Energie zu spüren, das fände ich ziemlich spannend. Wunderbar. Am Sonntag dann einschalten, immer wieder sonntags, dann könnt ihr natürlich den Niklas Bastian hören und sehen. Aber wer jetzt vielleicht schon ein bisschen einen musikalischen Vorgeschmack haben möchte, der kann sich gerne mal hier oben, da wäre also bei den YouTube-Zuschauern auf alle Fälle möglich, über die Infokarte mal draufklicken. Da gibt es schon ein wenig was zu sehen und zu hören. Ich glaube, da kann man doch schon einen guten Eindruck gewinnen, oder? Ich hoffe es, ja. Also da gibt es auf jeden Fall meine Musik. Genau. Und alles Weitere, wie gesagt, sehen wir und hören wir. Und dann drücke ich dir ganz fest die Daumen. So langsam sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen kleinen Interviews mit Niklas Bastian am anderen Mikrofon sozusagen. Und ich sage herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt, dass Niklas dabei war und sich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, denn wenn du wieder was Neues hast, jederzeit melde dich. Wir bleiben Ja, in gerne. Verbindung. Das machen wir. Ey, dann nochmal danke an dich, dass ich hier sein durfte für das Interview, und für das coole Gespräch. Sehr gerne, sehr gerne. Und wie gesagt, alles andere, wenn wir mal wieder was haben, sehen wir uns. Hau So rein machen wir's. und bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.